So, und herzlich willkommen zurück bei The Whispered World. Wir haben jetzt einen schönen Notizzettel gemacht. Und jetzt gehen wir mal eben zurück in einen Raum. Denn ich habe das Gefühl, die Planeten sind, also mit dem Buchstaben, also mit dem Anfangsbuchstaben, so gekennzeichnet wie die Elemente aus dem Periodensystem. Oh, das überprüfe ich mal eben. Ja, könnte sein. Das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts. Vernin, Afrium, Silentium, Hornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Okay. Ach, hier sind sogar noch meine Ätna-Notizen. Okay. Vernicus, also V, ist rot. Avrius ist lila. Dann braunes. Silenz ist braun. Pernicus war das? Keine Ahnung. Ja, irgendwas mit P. Ich habe ein P notiert. Ne, Pornicus. Das hört sich jetzt sehr komisch an. Moment. Pornitus. Aber das hört sich immer noch komisch an. Egal. Ist gelb. Jetzt habe ich gelb fast mit P geschrieben. Und Phrom. Also das F für Frobbel ist grün. Wenn ich es nicht vergesse. Ah ne, ich schneide das nicht mehr, das ist blöd. Dafür extra. Nein, ich werde das nicht extern rendern nochmal. Also was heißt extern? Ich werde das nicht nochmal extra rendern. Ich würde am liebsten das Bild meine Notizen als Bild am Ende nochmal einfügen, aber ich glaube, das lasse ich. Na, kommen wir da hoch. So. Okay. Dieser Planet mit dem Namen P hat die Farbe gelb und muss in der Mitte stehen. So. Das ist blau, keine Ahnung. Aber blau gab es noch nicht. Deswegen nehme ich blau einfach als Ersatz für braun. Okay, dieser V-Planet, Vernicus, ist größer als Frobbel und kleiner als Avrius. V ist rot. Größer als Frobbel. Frobbel ist grün. Ist größer als Frobbel. Und kleiner als Avrius. Und Avrius ist lila. Und das bedeutet, diese drei könnten so richtig angeordnet sein. Was natürlich auch gehen würde, wäre so rum. Was natürlich auch noch... Also, Moment. Ich habe ja noch mehr Notizen. Von der Sonne größer werden sind die... Ja, aber das ist ja eigentlich egal. Oder? Ich weiß es nicht. Silenz ist der zweite, aber nicht der zweitkleinste. Silenz ist braun, also ich nehme hier mal blau. Ist der zweite, aber nicht der zweitkleinste. Was soll das denn jetzt bedeuten? Nein. Hä? So, Silenz ist blau. So rum. Frobbel, häufig. Zweiter und zweitgrößter
Vorbild ist grün. Ich kapiere es nicht. Oh mein Gott. Naja, okay. Also so in etwa, keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber wir brauchen hier eh noch Zutaten. Eigentlich nur noch das Olivenöl, aber... Und das Wasser. Stimmt, aber der will ja kein Wasser nehmen. Auch voll blöd. Ja, jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhr geguckt. Na, dann war ich so ungefähr um 10er. Nee. Doch, machen wir so um 10er. Aber, der will kein Wasser nehmen. Voll doof. Können wir irgendwie mit dem Kuhfuß die Oliven ernten? Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Weil oben kommen wir auch nicht ran. Und die Ketten können wir auch nicht runterziehen. Sehr merkwürdig. Hat Bobby was Neues zu berichten? Ah, Sedgwick, kommst du voran? Ich war beim Astronom, ich werde das Gefüge von Raum und Zeit, Raum und Zeit flicken. Ich war beim Astronom, ich werde das Gefüge von Raum und Zeit flicken. Ich dachte, das kann nur der König. Tja, ich werde es trotzdem versuchen. Ah, das ist sehr nobel von dir. Sinnlos, aber nobel. Ich habe dir wahrlich viel beigebracht. Bleib du ruhig hier, ich gehe die Welt retten. Bleib du ruhig hier, ich gehe die Welt retten. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe. Das nervt. Dem Trog. Jetzt haben wir einen leeren Eimer. Kriegen wir jetzt Milch. Die Kuh sieht schon so aus, als müsste sie mal wieder gemolken werden. Aber solange ich keinen triftigen Grund dafür habe, konzentriere ich mich lieber auf andere Dinge. Weltretten und so. Ja, natürlich, Weltretten und so. Leerer Eimer und Trog. Ich habe offenbar nichts, was ich der Kuh anbieten könnte. Aber sie sieht eigentlich auch ganz zufrieden aus mit dem, was sie hat. Kuh müsste man sein. Junge, du regst mich auf. Können wir wirklich nicht noch was Wasser holen? Wetterhahn. Ich brauche vorerst kein Wasser mehr. Der fällt mir jetzt erst auf. Der Wind kommt aus Asten. Osten. Ja, das sagt uns was. Das ist doch nervig. Manu. Wir können doch mal hier vorne hin, aber hier bringt Hose. Opas Hose. Nee, Hose des Boten. Super. Schade. Busch. Der eine Ast reicht. Welcher Ast? Du hast keinen mehr. Dingens. Hose des Boten. Können wir ihn die wiedergeben und dann hilft er uns irgendwie? Ist das hier deine? Oh, du hast meine Hose gefunden. Gib sie mir bitte zurück. Mal sehen. Nett. Vielleicht irgendwie an den Kuhfuß? Mit Opas Hose hätte das sicher funktioniert. Mit dieser hier leider nicht. Ich bin mir sicher, irgendwann gleich hängt bestimmt da oben noch Opas Hose oder so. Nägel. Diese Hose hat bereits genug Löcher. Aber mein Ohr tut weh. Ich hab so, ja, diese Cyberlink-Kopfhörer immer noch. Also Cyberlink-Headset. Können wir vielleicht mit Hose des Boten das Nagelbrett abdecken? Das ist sehr unlogisch. Diese Hose hat bereits genug Löcher. Ja. An den Haken hängen. Ernsthaft? Spot da rein?
Oh, das geht. Jetzt hätte man nur noch da reinsteigen müssen. Dann geht das vielleicht doch so, wie ich das vorhatte. Aber ich muss Sedgwick dort, ich muss Spot doch da reintun. Hm. Und nun? Na, ja, das geht nicht. Vielleicht den Käfig fixieren? Warum sollte ich das hier einsperren? Ich kann es bestimmt noch irgendwo für gebrauchen. Das war auch nur so ein Verdacht. Wo soll ein Haken? Nein, es ist nicht schwer genug, um die Kette nach unten zu ziehen. Mano. Kuhfuß, Käfig. Das wäre Zeitverschwendung. Der Käfig ist bereits offen. Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich habe eine Idee. Oh ja, das könnte sogar klappen. Spot in die Hose. Spot wird zu normalem Spot. Hahaha, das geht sogar. Okay. Sedgwick in den Käfig. Und nun? Spot dick. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Nein, so wird es Spot nur aus den Hosenbeinen kullern. Ah, stimmt. Nein, so passt Spot nicht in die Hose. Okay, dann mach Spot wieder normal. So. Okay, das bringt nichts. So, und was passiert, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ziehen sich beide hoch. Mist. Okay, Moment. Wenn ich da drin stehe, zieht sich nur der hoch. Gehe ich raus, sind beide oben. Suboptimal. Total suboptimal. Ich meine, irgendwie muss man doch daran kommen. Und nun? So, jetzt ist das Ding da oben. Ach. Manu. Jetzt gehen die beide nach oben. Also, beziehungsweise der geht runter und der geht nach oben. Da oben sind Oliven. Vielleicht den Kuhfuß mit dem... Nein, ich schätze, er hat schon... Ja, aber... Tod ist tot, da lässt sich auch... Überleg doch mal. Nein. Okay. Keine Ahnung. Das ist gerade... Da spielt auch so wenig Musik. Das ist voll blöd gerade irgendwie. Ja. Also wenn Spot normal ist, sind beide Käfige unten. Wenn ich nicht in diesem Käfig stehe, ist der Käfig oben. Stehe ich in diesem Käfig? Moment. Wenn ich nicht drin stehe, geht der nach oben. Wenn ich drin stehe, geht der nach oben. Was ist das denn bitte schon von der Logik? Nägel. Der Kamerad lässt dich nicht mehr reparieren. Oh, boah. Nein,
Da ist kein Saft mehr in diesen Alpen. Ach so, ja. Joa. Ich stecke erfolgreich fest. Ist da ja kein Gewicht drin. Kann ich da trotzdem? Nein, kann ich nicht. Nagelbett, Knochenstumpf. Kuhfuß an Knochenstumpf. Das habe ich bereits mal wieder ganze Arbeit zerdrückt. Pfnägel? Nein, da ist kein Saft mehr in diesen alten Knochen. Ich wollte die Nägel aus den Knochenstumpf anschauen. Oh je, ich muss auch wirklich alles kaputt machen. Knochenstumpf, anreden. Es tut mir leid, das wollte ich nicht, ehrlich. Knochenstumpf er mitnehmen. Er hat mir bereits die Hand gegeben, etwas wörtlicher als mir lieb ist. Kann ich da irgendwie den Eimer befestigen? Nein. Die Nägel. Herr Kamerad. Die Kurbel. Tod ist, da lässt sich... Also... Irgendwie bin ich gerade leicht verzweifelt. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Aua! Ihr geht nein, ohne Werkzeug bekommt. Ja, bla bla, Kuhfuß, Werkzeuge. Nein, damit bekomme ich die Nägel da nicht ab. Ich bräuchte schon ein besseres Werkzeug. Halt doch die Fresse, dann schmeiß deine Sachen nicht immer weg, Mann. Das wäre zwar... Ah, da geht Cedric gar nicht erst hin. Okay. Hose am Haken rausnehmen. Und der Käfig ist wieder unten. Ich lasse sie besser, wo sie ihr fühlt. Ich tue Spot mal wieder da rein. Aber normal. Klettere in den Käfig. Und zieh den einen Käfig hoch. Der Knochenstumpf ist auf der Höhe für die Oliven. Wir brauchen jetzt irgendwie nur noch was, wie wir den befestigen. Also was wir damit befestigen können. Nur woher sollen wir sowas nehmen? Okay, die Folge ist jetzt vorbei. Wir gucken mal in der nächsten Folge, wie wir das hinkriegen mit den Oliven. Bis gleich. Ciao.